Willkommen zurück, Marius Ebert hier. Wenn man sich volkswirtschaftlich bewegt, dann stößt man relativ schnell auf eine Größe, die man früher Bruttosozialprodukt nannte und heute im Zuge einer sprachlichen Vereinheitlichung Bruttonationaleinkommen. Das ist eine Größe, um die Leistungskraft einer Volkswirtschaft zu messen. Und damit auch mit anderen Volkswirtschaften zu vergleichen. Und man kann dann diese Größe auch durch die Einwohnerzahl dividieren und pro Kopf rechnen, sodass man die Leistungskraft von verschiedenen Volkswirtschaften vergleichen kann. Aber, und darum geht es in diesem Video, diese Größe Bruttonationaleinkommen hat ein paar Fragezeichen. Es geht hier um die Aussagekraft. Was sagt diese Größe wirklich aus? Oder wie kann man das Ganze ein bisschen kritisch betrachten? Ist die Zahl, die wir dann nachher sehen, wirklich so aussagefähig? Darum geht es hier. Um das zu beantworten, rolle ich das Ganze wieder von hinten auf. Und kläre noch mal kurz, was ist das Bruttonationaleinkommen? Ich habe schon gesagt, eine Größe, um die Leistungskraft einer Volkswirtschaft zu bewerten. Was heißt das konkret? Wir nehmen die Produkte und die Dienstleistungen, die in einer Volkswirtschaft in einem Jahr produziert werden. Das ist also dieses Bruttonationaleinkommen ist immer P.A. per anno, pro Jahr. Für ein Jahr wird das immer gemessen. So, und da stelle ich mir vor, da gibt es das Gut 1, G1, da gibt es das Gut 2, da gibt es das Gut 3, da gibt es aber auch die Dienstleistung 1, die Dienstleistung 2 und die Dienstleistung 3. Und wenn wir versuchen, das jetzt alles aufzuaddieren, dann scheitern wir jämmerlich, weil das Ganze nicht gleichnamig ist. Also wendet man einen Trick an. Dimensioniert das Ganze um, man macht es sozusagen gleichnamig und berechnet das alles in der entsprechenden Währung, also Euro oder Dollar oder Yen oder was immer. Und auf einmal kann man das Ganze aufaddieren. Sie kennen vielleicht dieses Symbol hier, ne? Das ist dann die Summe. Ja, also in Wirklichkeit ist es nicht. Oder sind es nicht alle Güter und alle Dienstleistungen, die produziert werden, sondern alle Güter und Dienstleistungen in Geld bewertet? Ja, das ist wichtig, dass man sich das klar macht. In Geld bewertet und dann aufaddiert. So, und wenn wir uns das nochmal klar gemacht haben, dann kann ich jetzt auf die Antwort zu der eigentlichen Frage hier kommen. Nämlich, das erste Problem, also die Aussagekraft, wird sozusagen angegriffen durch verschiedene Probleme. Und ich nenne jetzt mal beispielhaft zwei oder drei oder vier, mal gucken. Und das erste Problem ist die oder sind die Preissteigerungen. So, und das können wir sehr schön sehen. Was ist denn, wenn überhaupt nicht mehr Güter oder Dienstleistungen produziert werden, sondern allein hier in dieser Spalte erhöht sich die ganze Sache. Die Preise steigen. Es werden aber nicht mehr Güter oder Dienstleistungen produziert, sondern schlicht und einfach die Preise steigen. Dann haben wir hier eine höhere Summe und damit entsteht der Eindruck, wir hätten mehr Leistungskraft. Ist aber nicht so, waren nur Preissteigerungen. Dieses Problem kann man lösen, indem man nämlich das reale Bruttonationaleinkommen berechnet, nämlich mit Preisen aus einem bestimmten Basisjahr, also preisbereinigt. Na, das kriegt man noch irgendwie hin, dieses Problem zu lösen. Schauen wir auf das nächste Problem, das ist schon schwieriger. Das sind Gratisleistungen. Gratisleistungen, vor allem aber nicht nur im Haushalt. Gratisleistung im Haushalt. Da hat jemand
hinter dem Haus ein kleines Gärtchen und der produziert da so ein kleines Gewächshaus auch und der produziert da Tomaten und noch verschiedene andere Dinge. Und die könnte er jetzt zum Markt tragen und dann würde das erfasst und würde eine Steigerung des Bruttonationaleinkommens sein. Macht er aber nicht. Er konsumiert das selber und schenkt vielleicht noch ein bisschen was, weil er da im Überfluss, weil das so gut funktioniert und er sich auch gut auskennt, schenkt er noch was dem Nachbarn zur Linken und dem Nachbarn zur Rechten. Wird also nicht erfasst, weil kein Geld fließt. Auf der Güterseite hat sich zwar was getan, hier, ja, da sind also ein paar Tomaten und Salatköpfe dazugekommen, aber weil kein Geld fließt, kommen wir gar nicht rüber in diese Spalte hier. In diese Spalte mit dem Geld kommen wir gar nicht, also wird das nicht erfasst. Das nächste Problem ist die Schwarzarbeit. Was ist der Unterschied zu B? Hier fließt Geld, aber der Geldfluss wird nicht erfasst. Sonst wäre es ja keine Schwarzarbeit. Ja, also hier wird durch Schwarzarbeit, wird zum Beispiel irgendwo so in den frühen Morgenstunden oder am Wochenende ein Dachstuhl gefertigt und diskret ein paar Geldscheine überreicht. Da ist ein Dachstuhl entstanden. Aber dieser Geldfluss, dieser Bargeldfluss wurde nicht erfasst. Das heißt, wir haben auch hier wieder eine Güterproduktion, einen neuen Dachstuhl. Wir haben auch Geld, aber dieses Geld wird nicht erfasst, erreicht also nicht diese Spalte hier, die Spalte, wo die Euros stehen. Und damit kann diese Steigerung in dieser Volkswirtschaft nicht gemessen werden. Und das vierte, was ich hier, das ist nicht vollständig, es gibt noch ein paar weitere Probleme, aber das vierte, was ich noch beleuchten möchte in diesem Video, ist die Kriminalität. Hier haben wir wieder etwas Ähnliches, zumindest in einem Aspekt, wie bei Punkt B, bei den Gratisleistungen. Denn hier fließt wieder kein Geld. Es werden zwar Güter produziert, aber sie werden gestohlen. Das heißt, wir haben wieder eine Bewegung hier in dieser Spalte der Güter und Dienstleistungen. Ja, wenn Sie sich das klar machen, dass das zwei Spalten sind. Ja, einmal die Spalte, die wir nicht aufaddieren können, ne, wo wir scheitern. Und dann die Spalte, wo wir das Ganze gleichnamig gemacht haben. Dann haben wir eindeutig eine Bewegung in dieser Spalte. Aber das Ganze kommt nicht rechts rüber in die andere Spalte, weil das gut gestohlen wurde. Und damit wird diese Wertsteigerung wiederum im Bruttonationaleinkommen nicht erfasst. Diese vier Dinge kann man sich, glaube ich, ganz gut merken. Es gibt noch ein paar weitere, aber dafür muss ich ein klein bisschen mehr aushalten oder ausholen. Nicht aushalten, ausholen. Vielleicht mache ich das in einem späteren Video nochmal. Ich denke, diese vier Dinge kann man sich ganz gut merken und damit kann man schon in einer mündlichen Prüfung sehr gut bestehen und auch in einer schriftlichen. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.